Gibt es technische Änderungen vom Fahrwerk zwischen dem neuen Model 3 Highland und dem alten Vorgängerfahrzeug? Ihr habt euch da draußen die Details gewünscht, die wir euch bisher noch nicht gezeigt haben und wirklich jetzt exklusiv für euch aufgearbeitet haben. Neben mir steht nämlich Matze von Reifenreber. Matze hat schon wirklich hunderte, man kann fast sagen tausende Umbauten gemacht an Teslas, kennt das Fahrzeug Ihnen auswendig. Mein Name ist André von E-Fieber und wir werden heute dieses Fahrzeug wirklich im Detailgrad hoch 10 für euch mal checken. Außerdem wird das Highland jetzt noch auf Komfort umgebaut, das heißt Sportlichkeit kombiniert mit maximalem Komfort. Das wird so fulminant, das Video, es wird krank. Nach dem Intro geht's los. Also ich sag euch, wie es ist, das Highland Model 3, gerade jetzt hier zum Beispiel mit den Realfelgen drauf, ist schon echt eine Wucht. Matze ist am Steuer, das heißt, ich steige jetzt hier drüben mal ein und höre mir mal die Impressionen an von Matze, was er meint zum Serienfahrwerk. Wie ist es wirklich, wie fährt sich, wie fühlt sich's an? Das ist ein ganz wichtiger Punkt und wir haben jetzt hier, wenn wir jetzt schon mal gucken, wieder sattes Ambient Light drin, also echt toll. Qualität so von Tesla nicht gewohnt. Wirklich? Ich sag's dir ganz ehrlich, jeder da drüben weiß es, ich habe mich hart verliebt. Hätte ich nie gedacht, dass Tesla mal so ein Auto baut, geschweige denn, dass sie mit Model 3 so beginnen. Qualität wie bis jetzt noch kein Model S und wie gesagt, wie im letzten Video gesagt, die deutschen Hersteller, vor allem die deutschen Hersteller, können sich jetzt warm anziehen, weil das ist nicht nur ein guter Tesla, das ist ein richtig gutes Auto. Also alles von A bis Z, ich bin hochauf begeistert und selbst die Dinge, die schon liefen, die gut funktioniert haben, wurden verbessert. Man hat kleine Fehlerquellen eliminiert. Das Fahrzeug ist erwachsen geworden. Das Model 3 ist jetzt erwachsen geworden und trotzdem ist noch Raum für uns, um ein paar Verbesserungen vorzunehmen. Genau, und die Details, warum es sich so verbessert hat im Vergleich zum alten, werden wir uns jetzt angucken. Jetzt kommt auch erstmal die Probefahrt. Wir fahren gerade rückwärts, Leute, und Matze spricht schon den ersten interessanten Punkt an. Normal, wenn man rückwärts fährt, ihr wisst von den alten Model 3, geht es dann mal dieses AVA-System. Habt ihr ganz prägnant gehört. Hier drinnen hört man, wenn man rückwärts fährt, gar nichts, war Matze? Nichts mehr. Das Fahrzeug ist so einwandfrei ausgedämmt. Und durch die Lautsprecher, die hinten verbaut sind, hört auch wirklich nur noch der hinter dem Fahrzeug steht, das Ganze. Also wieder ein Komfortfeature. Ist zwar klein, aber macht auf jeden Fall einen wertigen Eindruck. So Matze, ich bin jetzt mal in Weitwinkel gegangen, um dich voll drauf zu haben und ich will jetzt einfach mal wissen, wie du das Serienfahrwerk findest. Ich habe gesagt, es war ein bisschen zu straff für mich, teilweise fast schon bei hohen Geschwindigkeiten ein bisschen unruhig. Wie würdest du es identifizieren? Also vom Grund auf, das Fahrwerk ist auf jeden Fall nicht weich. Das ist ein sportlich ausgelegtes Fahrwerk, da kann man sicher sein. Nur diese ganzen kleinen, wie soll man sagen, die ganzen kleinen Frequenzen, die entstehen bei Bodenwellen, das Gepolter an der Vorderachse, das Nachstauchen der Hinterachse, das ist weg. Es ist einfach weg und jetzt ist interessant, wie das Ganze bewerkstelligt wurde. Ist an den Federn was passiert, ist an den Dämpfern oder an beidem was passiert, sind die Lager, die verbaut sind, andere und so weiter. Also vom Grund aus können wir definitiv sagen, das Fahrwerk ist absolut ruhig. Wie sich in höheren Geschwindigkeiten verhält, das testen wir jetzt. Wir fahren jetzt ein Stückchen Landstraße und fahren mal Landstraßengeschwindigkeit. Okay, und dann können wir auch mal ein ganz kleines Stückchen einen Ausflug auf die Autobahn machen und einfach mal ein bisschen testen, wie verhält sich denn wirklich auf der Autobahn. Weil erst wenn du das Mittel hast aus Stadt, Überland und Autobahn, dann kannst du wirklich was über das Fahrwerk sagen und so können wir auch die Vergleiche fahren. Das heißt, wir fahren einfach die Strecken einmal OE, einmal mit Koni und einmal mit Vogtland und dann können wir definitiv einen Vergleich bilden. Und du siehst es und spürst es ja auch als Beifahrer. Man sieht es wahrscheinlich auch an der Kamera. Wenn dein Bildstabilisator nicht allzu gut funktioniert, kann man es bestimmt sehen. Ja. Das Fahrwerk ist super ruhig. Ich sag's ganz ehrlich, so ein Fahrwerk, das kann mithalten mit den Model S Luftfahrwerken. Muss man sagen, vom Komfort definitiv. Bei diesen Geschwindigkeiten, die wir jetzt fahren. Mhm. Mehr dazu bei höheren Geschwindigkeiten, da geht's jetzt los. Boah, Matze, Maschine hier. Model 3 Maschine. Ja, wirklich. Also wie ihr seht hier, wir haben auch einen leichten Kurvenverlauf und das lässt sich aber sehr gut handeln. Unruhig, hast du gefühlt, dass es unruhig wird? Es ist in den oberen Peaks ist es sehr weich. Also man merkt, die Führung ist echt gut. Er wippt aber so ein bisschen nach mit dem OE-Fahrwerk. Das ist aber dem Komfort geschuldet, das war vorher weniger der Fall. Das ist wahrscheinlich auch das unruhige Verhalten, das dann auf der Autobahn wahrgenommen wird.
Weil im Endeffekt, entweder hast du Sport oder du hast Komfort oder du hast eine Mittelstufe, ein Status Quo. Eierlegende Wollmilchsau gibt es so nicht. Da muss dann wirklich Fahrwerkstechnik rein, die ordentlich Geld kostet. Da vorne kommt nochmal zum Beispiel eine Kurvenpassage. Ihr seht es, glaube ich, auch gut. Ich versuche es mitzugehen. Und ich als Beifahrer habe hier gerade ein sehr sicheres Gefühl. Ja, ja. Enge Kurvenpassagen, kein Problem. Super weich. Aber du merkst auch jetzt schon, wie er so ein bisschen aus dem Fahrwerk rausschwebt, also wie er so ein bisschen nachwippt. Ja. Und das ist genau das, was den Komfort ausmacht. Also diese kurzen Bodenwellen, du spürst es ganz leicht hier beim Überfahren der Gullideckel und so weiter. Ja. Du spürst, dass du was überfährst. Du merkst diese Schläge nicht mehr, die er vorher gemacht hat. Also dass die Vorderachse wirklich anfängt laut zu werden und so weiter, das ist weg. Mhm. Ich bin gespannt, wie sich es auf der Autobahn verhält, gerade mit dem Nachwippen. Und da machen wir jetzt einen kleinen Ausflug hin. Super. Einige von euch meinten ja in den Kommentaren, dass das Ambient Light sehr dunkel wäre. Also jetzt bei Tag finde ich es eigentlich völlig in Ordnung. Ihr seht hier den blauen Streifen einmal rundherum. Matze, wie ist deine Einschätzung? Hammer. Also stört keinen Meter. Ja, normalerweise hast du oft Ambient Lights oder irgendwelche verbauten LED-Streifen, die eigentlich kein Ambient Light sind, sondern die ganze Zeit dir ins Gesicht knallen. Ja. Hier siehst du es nicht. Hier ist es sogar eine leichte Abgrenzung tagsüber. Zur Straße optisch. Genau. Und führt so ein bisschen auch nach vorne, aber sobald du durch den Tunnel fährst oder sobald du irgendwie ins Dunkle kommst, entsteht da so ein Effekt. Das bin ich mal gespannt, ob man das auf dem Video gut erkennen kann. Ja. Das ist einfach geil. Also es zieht dich so, was? Das zieht dich mit, das erzeugt so ein bisschen einen emotionalen Charakter beim Fahren. Das ist interessant designt. Auf jeden Fall. So, und was haben wir da vorne? Ein Tunnel, den haben wir gerade für euch bestellt. Und jetzt schauen wir uns das mal an, wie das schön hier reinfließt. Ihr seht gerade Tageslicht und jetzt schaltet er um wirklich auf Nacht. Und das Licht wird automatisch heller. Es sieht mega aus. Ich kriege es hier auf die Kamera drauf. Es ist Hammer. Ja. Oder, Matze? Hammer. Zieht dich richtig mit. Und jetzt sind wir wieder raus, Licht geht aus und ja, man sieht trotzdem noch. Also viele haben, wie gesagt, man sieht es gar nicht mehr, aber das kann ich eigentlich nicht so bestätigen. So gehört sich's. Ja. Alles andere ist nur Tuning. Boah, hier, was haben wir von Landschaft hier? Ist ja Wahnsinn. Ja, schöne Bad Württemberg. Matze hat für euch jetzt auch noch mal eine Story, nämlich den Blinkheber. Das Blinken jetzt hier übers Lenkrad im Vergleich zum Model S. Und kannst du mal sagen, wie du es findest jetzt im Vergleich zum Model S? Wie ist die Haptik? Also die Haptik ist auf jeden Fall besser, finde ich. Beim Model S hab ich immer ein Problem. Du willst blinken, drückst da drauf und dann passiert nichts und gefühlt kracht dein Daumen schon durchs Lenkrad oder du brichst ihn dir halb und es blinkt einfach nicht. Und beim Lenken mit einer Hand, wenn du nur leicht dagegen kommst, dann hast du sofort die Blinker aktiviert und das ist was. Das blinkt auf einmal, echt? Ja, ja, aber hier beim Model 3, da funktioniert es echt gut. Also leichter Klick, ja. Ganz leicht. Also kannst leicht antatschen oder wirklich draufdrücken, wie du willst. Das funktioniert sofort. Intuitiv, so soll es sein. Ja. So Leute, ihr seht das Zeichen da drüben schon. Wir fahren jetzt nämlich auf die Autobahn drauf und werden jetzt euch hier auch nochmal sagen, wie sich das Fahrwerk verhält bei höheren Geschwindigkeiten. Wie gesagt, Betonung, wir sind hier im Serienfahrwerk drin. Also, Thema Punch, das hatten wir auch nochmal. Wir hatten das Gefühl, dass das Long Range auf jeden Fall, ich sag mal, ein bisschen träger reagiert als wie das alte Model 3 Long Range. Und das hat Matze jetzt auch bestätigt, war? Ja. Und wenn du jetzt mal Topspeed fährst, wenn das geht, da haben wir es sogar gleich drin. Da seht ihr nämlich bei 200 Sachen, ist dann auch wirklich Schicht im Schacht. Ja, und du spürst spürbar, wie er das Gas rausnimmt. Ja. Und ja, da ist dann nicht mehr viel, aber bis dahin echt solide. Super. Und es ist definitiv zu bestätigen, er ist tatsächlich bei höheren Geschwindigkeiten recht schwammig. Echt? Also, habe ich doch recht gehabt? Absolut. Wir pendeln hier so ein bisschen von links nach rechts. Also da musste ich tatsächlich ab 170 so ein bisschen aufs Lenkrad konzentrieren. Ja. Ist aber dem Komfort geschuldet, wie gesagt. Und da finde ich jetzt nur vom Wanken her, wie er von links nach rechts pendelt und so ein bisschen schwimmt, das könnte tatsächlich an den Lagern liegen. Wir wissen es noch nicht, wir müssen uns das mal genau angucken. Ja. Aber es fühlt sich an, als wären das die verschiedenen Querlenkerbuchsen, Achslager und so weiter. Das wäre das klassische Verhalten, das sowas herbeiführt. Gerade dieses Nachpendeln in der Kurve, du lenkst ein, ja. Und er kippt noch so ein bisschen nach. Weniger aber übers Wanken, sondern mehr untenrum. Also wieder tief über den Schwerpunkt, wie üblich für Tesla. Und ja, du musst schon des Öfteren so ein leichtes bisschen nachkontrollieren, aber es ist nicht mehr so giftig wie vorher. Das Nachkontrollieren, da hattest du immer gleich einen halben Meter Spurversatz und den hast du jetzt hier nicht mehr. Also er macht es definitiv besser, aber er wankt und pendelt auch ein ganzes Stückchen mehr. Also
Okay. Das stimmt definitiv. Schwammig im oberen Bereich. Ja. Kann ich bestätigen. Okay, super. Wisst ihr Bescheid, Leute? So, Leute, wir sind jetzt hier wirklich in der zweiten Halle, die wir komplett heute für uns haben zum Umbauen. Das heißt, hier ist mein Koffer, wo ich mein Equipment habe. Hier haben wir Vogtlandfedern drin. Die werden wir dann als drittes einbauen. Auch ganz neu im Sortiment. Tieferlegung mit Komfort. Und hier drüben kommt jetzt das Koni-Fahrwerk. Das heißt, die Dämpfer werden getauscht. Matze wird das jetzt machen. Ziel soll wirklich sein, dass wir maximalen Komfort heute rausholen. Wa? Und Fahrsicherheit, ja. Weil wir haben jetzt gesehen auf der Autobahn, ab 170, 180 fängt er wirklich an zu schwimmen. Also das merkst du und er pendelt eher, also er wankt weniger, er pendelt eher so über die unteren Lager. Und gerade für sowas sind Dämpfer eigentlich gar keine schlechte Umbauvariante. Vor allem die Koni-Dämpfer, weil die verhalten sich einfach weniger stockig. Die reagieren ein wenig langsamer, um den Komfort zu erhöhen. Genau das, was wir quasi mit dem Fahrwerk jetzt erreicht haben. Allerdings denke ich, so wie es sich jetzt angefühlt hat, ist nur erstmal die erste Idee nicht über die Dämpfer. Und das versuchen wir jetzt zu verbessern, weil wenn wir die Konis drin haben, mit einem anderen Verhalten, dann können wir definitiv sagen, was an den Dämpfern geändert wurde im Vergleich zu den anderen Fahrzeugen. Weil dann wissen wir ganz genau, wie verhält sich dieses Fahrzeug. Wir haben so viele gefahren. Wir haben so viel Koni-Umbauten jetzt gemacht, es geht gerade wirklich wie geschnitten Brot, weil der Bedarf einfach da ist. Es liegt an den Fahrzeugen, es ist einfach da und ich bin jetzt ganz, ganz, ganz arg gespannt, wie sich dieses komfortable Fahrzeug mit diesen Dämpfern fährt. So, wir haben jetzt hier wirklich mal den Frunk draußen, also den vorderen Kofferraum. Und wir sehen schon hier oben, hier ist im Prinzip die Batterie, das heißt, ich nenne es mal nicht Starterbatterie, aber wie nennt man das so? Ja, schon irgendwie, Starterakku, ja. Starterakku ist das, war also die kleine 16 Volt Lithium-Akkupack ist auch eine Sensation, gab es vorher auch noch nicht. Hier zum Bordnetz, fürs Bordnetz, um auch einen Ausgleich zu bilden zwischen dem Hochvoltnetz, ist eigentlich quasi ein Puffer, aber wird mittlerweile auch bei Hybridfahrzeugen als Starterbatterie eingesetzt. Dann haben wir hier Ansaugstutzen für die Luft, war so wie es aussieht, hier haben wir die Wärmepumpe. Das ist ja auch ein Einmal-System, die Super Manifold. Und ansonsten ist hier vorne jetzt euer Einlass fürs Wasser, Sprühwasser. Das heißt, ihr müsst nicht mehr da hinten krabbeln. Der war früher immer hier ungefähr. Und hat sich einiges getan auf jeden Fall. Auch das ganze Plastik von dieser Verkleidung. Ja. Oder Matze, wenn wir das jetzt nochmal hier zeigen von dem Frunk. Früher bei den ersten Modellen, das war so richtig bappig, so Knüppel hatte, als ob schon 10 Jahre in der Ecke lag. Richtig. Und jetzt hier, oder? Und hier ist richtig schön weich, ja. Also der Frunk, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber der Frunk, der stinkt nicht mehr, ja. Echt? Riech mal an dem alten Plastik, du merkst, es ist einfach mindere Qualität. Sorry Tesla, aber ist einfach so. Ja. Das hier, so fühlt sich das in deutschen Fahrzeugen an. Also das ist weich, es ist warm, es hat eine super Struktur. Ja. Es fühlt sich einfach gut an, ja. Absolut, muss man echt sagen. So, Matze hat jetzt im Prinzip hier die Räder mal weggemacht und wir können jetzt wirklich schön mal ins Fahrwerk reingucken. Und wir hatten in den dritten Teil ja gesagt, dass sich am Fahrwerk so vom Rhein jetzt mal anschauen nichts geändert hat. Ja. Wa? Du sagst das selber, wenn man jetzt nicht wüsste, dass das Highland hier ist und man schaut sich das Fahrwerk jetzt hier an, dann denkt man echt, das könnte auch ein altes Modell 3 sein, wa? Ja, die Sache ist die Querlenker, also die oberen Lenker, die verbaut sind, das sind jetzt Meilenlenker von uns. Die haben wir eingebaut, die Originallenker, die drin waren. Man sieht es auch auf dem einen Video recht gut. Das sind quasi die optisch und von der Form her sind es die, die im Model Y verbaut sind. Ich habe aber auch schon Model 3s auf der Bühne gehabt, an denen noch keiner dran war. Da waren die Lenker auch verbaut. Deswegen vom optischen her, jetzt wenn du dir die Meile-Querlenker weg vorstellst, dann sieht das aus wie der alte Aufbau. Die Lagerböcke sind von der Form her identisch. Das Federbein natürlich, die Federgabel, die Anbringung der Koppelstangen für die Stabilisatoren, alles, die Verschraubung, die Clips sind an der gleichen Position. Mhm. Also wäre auch dumm für Tesla, wenn sie da was ändern würden, die ganze Produktion umstellen. Ich denke, die Veränderung, die stattfindet, findet über die kleinen Teile statt. Das heißt Feder, Dämpfer, Lager, wie auch immer. Also da in die Kleinteile, die da drin sind, meinst du? Die Kleinteile, ja, genau. Du kannst beim Dämpfer mit einer anderen Füllung arbeiten. Dann verändert sich das Verhalten komplett, die Feder kann aus einem anderen Draht gefertigt werden, andere Drahtstärke, kann eine andere Progression haben, kann anders gedreht sein. Also da gibt es so viele Punkte, die zu beachten sind, die du mit dem bloßen Auge einfach nicht erkennen kannst. Genau. Dass sich was verändert hat, ist glasklar, weil das haben wir gerade beim Fahren gespürt. Super, und wir haben sogar für euch mal ein Model 3 Fahrwerk organisiert.
aus, na, Vorgängermodell einfach. Genau. Das heißt, wir haben jetzt mal wirklich direkt den Vergleich, wie ist es mit den Dämpfern, sind die Federn, was kann man da vielleicht doch feststellen? Richtig. Und das werden wir jetzt mal anschauen. Ganz genau. Matze, was hast du jetzt gerade gemacht? Ich habe jetzt mal die hinteren Querlenker entlastet, beziehungsweise die Schrauben aus Dämpfer- und Achsschenkellager entfernt. Also in dem Fall ist es die Länge der Feder und die Vorspannung der Feder. Das heißt, die Feder ist jetzt entspannt, liegt quasi nur noch drin, kann sich schon bewegen. Ja. Und der Weg, den der Lenker jetzt macht, der ist abhängig von der Federvorspannung, wie weit sich die Feder entspannen kann. Und da sind wir jetzt in einem Bereich, wo man schon definitiv sagen kann, die Feder ist, die hat eine größere Vorspannung. Ah, okay. Das heißt, man hat noch nichts direkt über die Federrate auszusagen, aber im Großen und Ganzen wird die Kompression der Feder, die hat einfach mehr Möglichkeit zur Kompression und das Schwingverhalten der Feder wird dadurch auch mitbestimmt. Das heißt, wenn die Feder natürlich mehr Vorspannung hat, entspannt sie sich im Ausfedervorgang auch mehr und wenn du wieder einfederst, wird das Ganze nicht mehr so hart oder nicht mehr so straff, sondern eher weicher gestaltet. Das heißt, da ist definitiv eine andere Feder drin. Ich hatte auch beim Ausbau, als wir das Pedals-Fahrwerk eingebaut haben, das Gefühl, die Feder ist leichter. Aber das war nur ein Gefühl, deswegen steht da hinten eine Waage und wir nehmen die Feder jetzt mal raus und vergleichen das mit dem Iron. Dann können wir es nämlich nebeneinander legen, können es mal wiegen und dann können wir schon die ersten Rückschlüsse ziehen. Wie es im Endeffekt wirklich ist, das weiß nur der Hersteller. Wir können uns das jetzt angucken und können vergleichen. Super. So, Matze hat jetzt hier die Feder vom Highland und das ist, wie gesagt, die Feder vom Vormodell. Und wir vergleichen jetzt erstmal die Seriennummer. Was sagst du, Matze? Glasklar, andere Teilenummer, das heißt andere Feder, das können wir schon mal sagen. Ja. Andere Federn hat das Highland? Genau, der hat eine 13er Teilenummer und hier ist eine 10er Teilenummer verbaut, also die unterscheiden sich schon stark. Jetzt haben wir die Federn mal nebeneinander gelegt. Von der Höhe her? Ja. Von der Federlänge her, ja, ist tatsächlich alles gleich. Von der Optik ist gleich, oder? Ja, absolut. Auch die Stärke hier, würde ich direkt sagen, ist auch identisch. Du siehst es jetzt hier. Das Federwindungsende ist jetzt oben. Die unteren sind an exakt der gleichen Stelle. Richtig, das heißt, ja. Die liegen quasi identisch nebeneinander. Ja. Das Federwindungsende ist oben, das Federwindungsende ist unten. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall schon mal eine Differenz. Mehr Windung, würde ich hier sagen, wa? Das kannst du ganz einfach zählen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Windungen. Ja. Aber die letzte Windung, die ist einfach nochmal ein bisschen anders gestaltet. Das heißt, die Feder ist tatsächlich anders gebogen. Im Großen und Ganzen können wir aber jetzt schon, ich würde mal sagen, von der Seite, wenn sie nebeneinander liegen, können wir jetzt mal die Höhe beurteilen. Also die Federn sind von Grund auf her gleich. Das heißt, hier wird wirklich bloß über die Federrate gearbeitet. Das heißt, über die Auslegung des Materials. Ja, aber hier sieht man auch deutlich, hier hört es da auf und hier geht es ja noch mal eine halbe Windung fast sogar noch weiter, oder? Ganz genau. Und das macht es vielleicht schon aus, oder? Ja, also die Federn vom Aufbau her sind es die gleichen. Das Gewicht jetzt, wenn du beide in der Hand hast, sind sie gefühlt gleich. Wir gucken uns das jetzt mal auf der Waage an, wie das aussieht. Das heißt, wir haben jetzt vom alten Model 3 mal die Feder, 3,3 Kilogramm. 3,3 Kilogramm. Okay, und jetzt kommt die neue. Lass mich raten, ich würde jetzt mal schätzen, 3,3 Kilogramm. 3,3, lass mal gucken. Ja. Halt sie mal ein bisschen fest, sind auch 3,3. Sind auch 3,3, das heißt, da ist, wenn dann an der Feder was geändert wurde, wie gesagt, die Windungsenden haben wir besprochen, aber da ist dann wirklich an der Kompression der Feder gearbeitet über das Material, anders kann ich mir das sonst nicht erklären. So, und was haben wir hier jetzt nochmal? Das Vogtland Komfort, die Komfortfedern einfach. Und ich habe zu Matze gesagt, hier, lass die doch auch gleich mal wiegen. Und wen wundert es, da sind wir auch bei 3,3 Kilogramm. So, Matze, eine Sache, ich sehe es gerade schon, das wackelt ja unheimlich, wa? Ist das schon immer so leichtgängig gewesen? Nein, definitiv nicht. Also was wir hier sagen können, wir hatten das Thema mit dem Querlenker, der Abstand, wenn die Feder entlastet ist. Ja. Wie kommt der Abstand zum Achsschenkel zustande? Und wir können jetzt definitiv sagen, die Federn sind gleich lang, sie wiegen das Gleiche. Die Windungen sind minimal unterschiedlich, also die neue Feder hat so eine Drittel, halbe Windung mehr. Was wir aber ganz klar sagen können, der Abstand, der hier zustande kommt, kommt über die weichen Lenkerlager zustande, weil das ging vorher, wie gesagt, so nicht. Sehr weich ausgelegt. Ich denke sogar, dass hier mit einem anderen Radius gearbeitet wird, weil im Großen und Ganzen haben wir hier so viel Vorspannung, dass es den Achsschenkel hochzieht, mit der Radnabe, mit der Bremse. Normalerweise ist der ein ganzes Stückchen weiter unten. Also ich denke, die Verbesserungen oder die Umbaumaßnahmen, die durchgeführt wurden in dem Bereich der verschiedenen Lenkerlager durchgeführt. Okay. Auch am Achsschenkel. Anders kann ich es mir nicht erklären. Zeig mal, Achsschenkel, zeig mal. Das ganze Bauteil, das hier hinter sitzt quasi, auf dem die Radnabe montiert ist, Bremsscheibe, Sattelträger und so weiter.
Ja, okay, ja. Verstehe. Die meinst du, wurden angepasst? Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Da können wir auch nochmal Teilenummern vergleichen. Ja. Definitiv auch von den Stabilisatoren hinten die Koppelstangen, die wirken mir sehr weich. Also die schwingen extrem mit. Mhm. Ich hab's die. Die sind super weich. Also die sind wirklich. Ja. Die arbeiten gut mit. Okay, also da haben wir jetzt schon mal zwei Veränderungen. Einmal dieser Achsschenkel oder was ist, war? Naja, die Lager, die sich hier drin befinden, die kommen mir so ein ganzes Stückchen weicher vor. Ja. Im Großen und Ganzen kann man das nicht direkt sagen, da müssen wir jetzt auch die Nummern vergleichen, aber die sind schon super leicht zu bewegen. Also das heißt, Tesla hat an den Materialien, die man nicht direkt sieht, innen was geändert? Ja, das machen sie öfter. Also wir hatten schon verschiedene Fahrzeuge, da waren diese Lager sehr weich. Wir hatten welche, da waren sie wirklich hart. Und bei Tesla weißt du das nie genau. Wie gesagt, die bauen auch mal gern Technik zur Flottenerprobung ein. Dann wird das Ganze verbaut, von Kunden gefahren und so weiter und man schaut sich an, wie ist der Verschleiß. Okay. Und ich denke, hier geht es in die Richtung der Lager, die wir schon mal in den alten Model 3 hatten. Der letzten oder der neueren Baureihe, da hatten wir teilweise auch so weiche Lager. Nicht ganz dieses Verhalten, dass der so leichtgängig ist hier oder dass die Lenker so leichtgängig sind. Aber es geht in die Richtung und im Endeffekt können wir eine Sache ganz sicher sagen, wir werden es rausfinden. Wir werden nämlich Teilenummern vergleichen, wir werden die ganzen Teile zerlegen, wir werden uns die wirklich genau anschauen. Super. Und dann können wir definitiv ein Fazit ziehen. Okay. Dazu brauchen wir noch ein paar neue. Matze, wenn du es gerade jetzt hier schon hast, wie sieht es aus mit der Dämmung? Können wir hier schon direkt was erkennen? Definitiv. Also mal abgesehen davon, dass diese Bauteile oder dass diese Einlagen hier aus Stoff sind. Ja. Da merkst du schon diese ganzen Steine, die auf der Straße aufgesammelt werden, die normalerweise im Rathaus prasseln. Ja. Und was sich natürlich extrem auf den Innenraum überträgt, das wird hier schon mal abgefangen. Und zusätzlich, wenn wir Zimmer ziehen, schau mal, wie weich das Ganze ist. Ja, ja, kann super ich das reinfilmen? Seht ihr das, Leute? So, da ist auch Dämmung. Ja. Das ist ja mal krass, eine weiße Matte so, sozusagen. Ja. Also ist rundherum im Rathaus auch alles gedämmt? Ja, definitiv. Auch auf der anderen Seite, und da geht schon viele, die sich eine Dämmung nachträglich verbauen lassen oder das Fahrzeug ausdämmen lassen, gehen als erstes die Rathäuser an, weil da halt sehr viele Geräusche von der Straße auf den Innenraum übertragen werden. Und das hat Tesla jetzt schon vorab genommen. Das heißt, da gibt es echt wenig zu beanstanden. Das ist richtig gut gemacht. Die Wheel Arch Liner, die klappern auch nicht mehr gegen die Karosserie. Was meinst du, wie die Rathäuser? Ach so. Bei den Amis heißen die Wheel Arch Liner. Ja. Und die sind jetzt so weit abgedämmt, dass da auch. Da kann auch nichts mehr hier dran an dem Plastik oder so schleifen, weil manche hatten ja so ein Quietschgeräusch bei dem Model Y aus Grünheide. Ja. Kannst du dich erinnern? Ja, ja, gab es mehrere Quietschgeräusche. Ja. Aber vor allem auch unten an den Lenkern, das heißt die vorderen Traglenker hier, da haben die Lenker immer wieder berührt, beziehungsweise ein Klappergeräusch erzeugt. Okay, okay. Und das ist komplett jetzt weg? Ja, was heißt weg? Also jetzt hier optisch ist auf jeden Fall Abstand da. Ob das jetzt gewollt ist oder nicht, das ist mal so, also haben ja auch nicht alle. Aber wenn die Abdeckung unten ein Stückchen verformt ist, dann hast du einfach den Kontakt zwischen Traglenker und Unterbodenabdeckung. Wow, Hammer. Matze, jetzt geht's zum Thema Stoßdämpfer. Ja. Du hast jetzt hier drei Stück liegen. Was bedeuten drei Stück? Es bedeutet erstmal Model 3 Alt, ja. Model 3 Highland ja. Und Koni. Und Koni. Und jetzt fällt eine Sache schon mal direkt auf. Die Bauform, guckst du dir mal genau an, die Bauform ist von Haus aus eigentlich die gleiche. Ja, sieht sehr gleich aus. Nichts geändert. Fakt ist, Mando ist immer noch der Hersteller. Ach, hier sieht man den Hersteller auch nochmal, Mando, ganz genau, okay. Richtig. Ja. Was aber auffällt, ist, wie bei der Feder, wir haben wirklich eine andere Teilenummer. Und zwar haben wir hier beim alten eine 104er Teilenummer und hier haben wir eine 134, also wieder 10 und 13. Das heißt, da ist definitiv was am Dämpfer passiert, sonst würde Tesla nicht einfach so eine andere Teilenummer vergeben. Also meinst du, es echt hat sich im Dämpfer drin was geändert? Muss, weil die Bauform zu ändern ist immer recht teuer. Das Layout im Dämpfer selbst zu ändern, das ist möglich und da arbeitest du einfach mit anderem Öl, anderem Gas, wie auch immer. Und da kannst du schon viel erreichen. Ja. Was sich auch noch verändert hat, ist die Kolbenstange. Ja. Dann schau dir mal diese Kolbenstange vom Alten an ja. Und jetzt schaust du dir mal die an. Die entspricht eher dem vom Koni. Ja. Und das messen wir jetzt mal vom Durchmesser. Du hast auch nicht diesen Knubbel hier vorne, wa? Genau. Ist ja interessant, Leute, seht ihr das? Das ist ein sehr interessanter Punkt jetzt. Jetzt bin ich aber auch gespannt, ey. Und jetzt wollen wir mal messen, weil hier sind doch Unterschiede. Jetzt mal im Ernst, ihr erinnert euch, altes Model 3, neues, also Highland und Koni. Und jetzt messen wir da oben. Guck mal. Einfach mal von oben drauf. Du siehst hier schon, dass die Kolbenstange beim Highland wesentlich dicker ist als beim alten Model 3. Ja, sieht man. Ja. Sieht man echt. Also der Dämpfer ist schon ein bisschen anders aufgebaut. Und jetzt können wir definitiv gleich mal Vergleichsmessungen machen und sagen, beim alten sind wir hier bei
12,3 mm. Zeig mal, 12,3, okay. Genau, beim 9. Ja, Matze macht das hier richtig ordentlich. Aufschieben, natürlich, deutsche Gründlichkeit. Genau, so muss das sein. Sind wir exakt bei 14 mm. Okay. Und beim Koni? Und bei Koni müssen wir genau bei 16 rauskommen. Sind exakt bei 16, sind 16 mm. Okay, krass. Das heißt, es hat sich doch was verändert. Definitiv. Also jetzt können wir definitiv sagen, an dem Dämpfer wurde was geändert. Die Teilenummer ist eine andere, weil wir haben hier oben eine andere Führung mit einer anderen Kolbenstange verbaut. Man sieht es ja schon am Design. Mhm. Ich gehe davon aus, dass auch was an der Gasfüllung bzw. am Öl, das sich im Dämpfer befindet, geändert wurde. Mhm. Weil nur über die Kolbenstange kriegst du das nicht hin, den Dämpfer von der Charakteristik so zu designen. Es ist immer ein Zusammenspiel aus Feder und Dämpfer. Okay. Ja, und die Kolbenstange, die verbiegt sich auch weniger, weil im Endeffekt, die ist schon steif. Da verbiegt sich jetzt nicht viel, aber jede Kolbenstange, wenn das Fahrzeug gerade unten sich so ein bisschen im unteren Bereich so ein bisschen verwindet, dann nimmt die Kolbenstange natürlich auch einen Teil der Energie auf. Also das darf man nicht unterschätzen. Mhm. Und eine dickere Kolbenstange siehst du auch oft bei Gewindefahrwerken, dass da eine ziemlich massive Kolbenstange verbaut ist. Und das trägt maßgeblich dazu bei, dass das Pendel im unteren Bereich ein bisschen reduziert wird. Da geht es natürlich wirklich um Nuancen. Aber viele Nuancen sind auch eine große Veränderung. Also absolut. Das muss man ganz klar sagen. Ja. So, Matze, und jetzt kommst du zum nächsten Schritt. Genau, jetzt kommt nämlich, wir wollen ja Komfort erreichen. Und das funktioniert einfach jetzt mit einem anderen Dämpfer. Und jetzt kommt der Koni-Dämpfer im Prinzip rein. Ist keine wilde Sache in der Installation, muss man ehrlich sagen, wa? Gar nicht. Gar nicht, wa? Kannst eigentlich im Kindergarten als kleines Arbeitsprojekt für die Kiddies anbieten. Matze, ja. Und Federn bleiben gleich, original Tesla, nur der Dämpfer wird geändert. Genau. Dementsprechend ist auch nicht eine Abnahme, zusätzliche TÜV-Abnahme notwendig, da wir ja das identische Bauteil verbauen. Genau, es ist ein Serienersatzteil. Das heißt, wir brauchen hier weder eine Eintragung noch eine ABE mit uns führen. Das macht es dem Kunden auch leichter, eine Entscheidung zu treffen, weil viele, die hören Einzelabnahme, denken, oh, dann wird irgendwas strukturell so verändert, dass es nachher nicht mehr ist wie vorher. Ist ja auch eigentlich Sinn der Sache, aber gerade diese Einzelabnahme, Paragraph 19.2, wenn die das hören, dann schrecken viele einfach schon zurück. Ja, ja. Und gerade wenn man ein Leasingfahrzeug hat und das einfach mal ein bisschen entspannter, komfortabler haben will, ist das doch eine perfekte Lösung. Ganz genau. Und beim Leasingfahrzeug, gerade bei Dienstfahrzeugen und so weiter, ist halt auch echt schwierig, den Brief bzw. Entschuldigung, den Fahrzeugschein zu bekommen. Du musst dir dann die Sachen eintragen lassen. Du musst mit einer Eintragung, wenn es eine Einzelabnahme ist, das Ganze in den Fahrzeugschein eintragen lassen. Fällt raus bei Leasingfahrzeugen, deswegen haben wir da immer Federn verbaut bei Tieferlegungen. Und jetzt haben wir hier halt wirklich einen Serienersatzteil, keine ABE notwendig, alles passt, Plug and Play, gleiche Herstellermaße, eine reine Verbesserung des Fahrverhaltens. Und so ein schöner roter Konidämpfer da hinten drin, das spricht doch auch für sich, ja. Absolut. So, ihr Lieben, und wenn wir jetzt einmal schon hier unten sind, seht ihr da unten die Öffnung, das Gitter, das ist im Prinzip für den Lautsprecher für hinten. Wir hatten ja festgehalten, dass wenn ihr rückwärts fahrt mit dem Highland, geht der hintere Lautsprecher an. Und wenn wir jetzt hier vorne hinschauen, dann sehen wir hier nämlich auch im Prinzip dieses Gitter, da ist der andere Lautsprecher, der schon immer verbaut war. Das heißt, wenn ihr nach vorne fahrt, geht das Avas für vorne an und die Boombox bleibt auch vorne. So, Vorderachse, ich nehme euch wirklich jetzt nur kurz und knackig mit, weil das Video sonst zu lang wird. Das ist Koni, tauschen wir im Prinzip jetzt aus mit denen hier von Original Highland. Das heißt, ich folge jetzt Matze heimlich mal und wir gehen jetzt an eine, wie heißt die Maschine? Federstandpresse. Federstandpresse, okay, sehr nice. Das ist das Teil hier. Das Teil hier. Okay. So, und da werden wir jetzt die Federbeine zerlegen, also wir werden die Federn spannen. Dann werden wir die Domlager lösen, die Federbeinstützlager werden abgeschraubt. Dann bleibt das Ganze in der Federstandpresse und wir tauschen einfach nur den Dämpfer. Müssen die Auflagegummis noch tauschen, aber das siehst du gleich im Prozess. Okay. Ich hol jetzt mal die Konis und leg sie einfach mal daneben. So, Matze ist zurück. Jetzt haben wir hier die drei Dämpfer liegen. Koni, was ist hier? Highland. Highland. Model 3 alt. Model 3 alt. So, von dem Erscheinungsbild, wenn ich jetzt mal in die Vogelperspektive gehe, ist gleich, wa? Richtig. Okay, aber... Aber wir haben eine geänderte Teilenummer. In dem Fall ist die Kolbenstange gleich dick, wie beim Koni. Auch zum Vorgängermodell sind sie alle gleich dick, sind bei 16 mm. Ja. Und da werden sie wahrscheinlich dann wieder an der Öl- bzw. Gasfüllung gearbeitet haben. Das heißt, die Teilenummer unterscheidet sich? Die Teilenummer unterscheidet sich, ist eine neue Teilenummer. Und was wir hier haben, das ist schon recht interessant. Oha, die ist auch kürzer, hier oder? Hier können wir davon sprechen, dass wirklich jetzt eine längere Feder verbaut ist, die alte. Siehst du hier auch wieder an der Teilenummer, das ist die 104, die hier steht. Hier haben wir 134, das heißt, die Feder ist definitiv ein ganz kleines Stückchen. Ihr seht's, Leute.
Ja, das ist der Highland. Ja, das ist der Highland. Du siehst doch, die Oberflächenbeschichtung ist ein bisschen geändert, also ein bisschen anders. Das macht jetzt nichts am Federverhalten, das ist einfach aus der Produktion heraus. Aber wir haben auch wieder Federwindungen, die hier unten ein Stückchen länger sind. Ja. Und jetzt messen wir mal die Federdrahtstärke. Wow, können wir mal wiegen? Natürlich, das machen wir. Weil da müsste jetzt ein Unterschied sein. Richtig, also theoretisch, die geht auf 0,1. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir da für eine Toleranz drin haben. Auf jeden Fall interessiert mich persönlich das Gewicht ganz arg. Und die Federdrahtstärke, die messe ich jetzt mal. Ja. Wir sind hier exakt bei 15 mm und hier sind wir ein Stückchen unter 15 mm, wenn wir jetzt noch die größere Beschichtung rausrechnen. Also ich denke, dass hier eine Feder verbaut ist mit einem, also erstmal mit einer geringeren Federdrahtstärke, was sich ganz klar am Federverhalten bemerkbar macht. Plus die Windungsanzahl ist eigentlich gleich. Wir haben hier sogar ein Stückchen, eine kürzere Feder am unteren Ende, dafür am oberen Ende ein Stückchen längere. Also im Endeffekt die Feder, wenn wir sie jetzt mal exakt parallel nebeneinander legen, ist sie eigentlich von der Bauform her identisch. Ja. Sie ist leicht anders gebogen im unteren Bereich, also ein bisschen anders gezogen. Und wenn wir sie jetzt wirklich parallel nebeneinander legen, ganz genau nebeneinander, dann sehen wir, die Feder ist, so jetzt legt sie nebeneinander. Ist kürzer. Sie ist unten, das ist die alte, das ist kürzer, das ist die neue. Ups. Ein ganz kleines Stückchen länger. Okay, krass. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, ob wir das merken beim Gewicht. So, alte Feder wiegt genau 3 Kilo. 3 Kilogramm. Jetzt kommt die neue. Jetzt ist so. Nur die Frage, ob es so sensitiv ist. Das war da echt ein Unterschied mehr. Ja, wir sind tatsächlich. Nein. Also das spricht wieder. Wow, Matze, gib mir 5. Wie geil. Das spricht wieder für die Federdrahtstärke. Das heißt, das Material ist einfach ein bisschen schlanker. Ach du Scheiße. Und wahrscheinlich die Materialzusammensetzung. Ich weiß nicht, welcher Stahl verwendet wurde für die Federn, aber vom Gewicht. Bei gleicher Größe und nur geringer Drahtstärkenabweichung denke ich, dass da auch ein anderer Stahlmix verbaut ist, also ein anderer Federdraht verbaut wird. Okay, das heißt, das Gewicht spart sich da schon mal. Es sind jetzt nur Grammbereich? Es sind, ich meine, es sind 0,2 Kilo, es sind 200 Gramm. Schon Kilometer gespart fast. Ja, natürlich. Das ist jetzt, denke ich, nicht ganz so wichtig, aber es gibt halt wirklich starken Aufschluss darüber, dass sie was an der Feder geändert haben. Mhm. Und diesmal haben wir es gewogen und gemessen. Geil. Also wir können definitiv sagen, wir haben einen anderen Dämpfer. Ja. Und wir haben definitiv eine andere Feder. Mega. Und wir wollen natürlich das Maximale heute für euch testen. Komfortfedern vom Vogtland. Wo soll man da vom Gewicht? Das interessiert mich jetzt auch. Das wird jetzt spannend. 2,8. Wer Matze. Weiß, vielleicht hat ja Tesla Vogtlandfedern geordert. Das wird man gleich feststellen. Das ist ja mal krank. Okay, das heißt aber auch für die, die jetzt ein altes Model 3 noch fahren, werden die definitiv am Gewicht. Sie werden leichter. Wie gesagt, da liegt jetzt nicht das Hauptaugenmerk drauf, aber die Vogtlandfedern sind grundsätzlich auch eher im komfortablen Bereich. Das heißt, sind nicht so straff wie jetzt andere Mitbewerber. Mhm. Und da können wir sagen, gleiches Gewicht. Wir messen jetzt einfach mal die Drahtstärke. Mhm. Und dann wissen wir auch, warum die Vogtlandfedern, da kann man auch Aufschluss darüber haben, Vogtlandfedern, warum die so. Da sind wir sogar ein bisschen drunter. Das heißt, wir haben hier noch eine geringere Federdrahtstärke. Vogtlandfedern von Haus aus eher komfortabel ausgelegt. Mhm. Siehst du, gleiches Gewicht, weniger Stahl, der komprimiert werden muss. Und wir haben auch noch eine geringere Federdrahtstärke. Das heißt, ich bin mir sicher, wir werden nachher, nach dem Koni-Umbau, wenn wir die Vogtland einbauen, definitiv einen Unterschied erfahren, wortwörtlich. Mhm. Da bin ich mir ganz sicher. Hammer. Nur, dass wir es komplett für euch haben. Wir haben jetzt hier im Prinzip auch den Koni-Dämpfer verbaut. Ist jetzt hinten wie vorne. Matze hat alles gegeben. Frank ist auch wieder drin. Was steht jetzt an, Matze? Die? Räder drauf und die Probefahrt. Richtig. Dann können wir mal wirklich sagen, ob sich durch die Koni-Dämpfer noch was verändert. Und da wir das Koni-Verhalten ja auch von den ganzen anderen Umbauten sehr gut kennen, können wir dann definitiv schon uns ein bisschen mehr über das Fahrwerk im Gesamten unterhalten, was sich denn im Vergleich zu den anderen Koni-Umbauten geändert hat. Es gibt nochmal ordentlich Rückschlüsse. Absolut. Und man muss auch sagen, ihr habt schon hunderte Fahrzeuge, tausende Fahrzeuge umgebaut. Das heißt, wenn ihr über den Bordstein fahrt bei euch hier, zieht an der Einfahrt, wisst ihr genau. Ja, du fährst rückwärts, du fährst vorwärts rein, du fährst rückwärts raus und nach über 1000 Umbauten, da bist du einfach dabei. Absolut. Dann merkst du es, die Schwelle des Hofes, wenn du die überfährst oder die aus der Werkstatt raus, dann merkst du schon, ob sich was geändert hat. Bestätigen unsere Kunden übrigens auch. Viele, die dann in der Werkstatt zusteigen und nur über die Schwelle bei Tor 3 rausfahren, als Beifahrer sagen, boah, ich merke es jetzt schon. Ja. Absolut. Wir starten jetzt durch. Let's go. Matze, bevor wir gleich losstarten, lass noch mal kurz festhalten. Wir haben jetzt die Dämpfer getauscht durch Koni. Yes, sir.
Und die Höhe vom Fahrzeug ist aber gleich geblieben. Natürlich, das ist ein Serienersatzdämpfer. Das heißt, wir müssen da gesetzlich bzw. wir müssen da im Herstellermaß bleiben. Ja. Wir haben keine andere Wahl. Und das ist auch das Plug-and-Play-System. Das heißt, die Höhe wird nicht geändert, muss nicht neu eingetragen werden. Die Bauform ist exakt die gleiche. Okay, perfekt. Ein bisschen geändert an der Hinterachse, aber vom Grundaufbau ist es genau das gleiche. Nur in qualitativ hochwertigerer Form. Ja. Und Komfort jetzt, wa? Aber hallo. Leute, wir sind gerade vorne dem Bordstein, den wir euch auch im Video vorhin zitiert haben, gefahren, drüber gefahren. Und selbst ich als absoluter Laie habe direkt gemerkt, ey, was ist jetzt los? Du merkst es direkt. Es ist nicht mehr hart, es ist einfach, du fährst drüber, da ist eine Bodenwelle, aber du merkst es im Fahrzeug nicht. Das ist das Geile. Also, dass das noch besser geht, ich habe es geahnt, aber ich hätte meine Hand nicht dafür ins Feuer gelegt, aber mit den Konidämpfern, ganz ehrlich. Wow. Absolut krank, wirklich. Wow. Definitiv nochmal eine Verbesserung. Wir haben die letzten Quäntchen noch rausgekitzelt, würde ich jetzt mal sagen. Auch jetzt hier über die Gullidecke. Ja, ja. Wir sind gerade hier über Dorfstraße sozusagen, 30 Jahre, ihr seht es ja. Und das ist echt, echt super. Merke ich als Laie den Unterschied. Das muss ich jetzt echt mal festhalten. Und das ist nicht irgendwie so Werbequatsche, sondern das ist echte, harte Fakten. So ist es. So, wir sind wieder Ortsausgang in Mur. Jetzt wird das Kurvenverhalten für euch nochmal festgehalten. Und gerade auch, wie es jetzt reagiert, aber theoretisch. Boah. Krank, oder? Alter Schwede. Also, dass nur die Konidämpfer jetzt nochmal so viel rausholen, das hätte ich nicht gedacht. Vor allem, merkst du das? Er schwingt richtig schön nach. Ja. Das, was du als straff empfunden hast, das ist jetzt komplett gecancelt. Da ist nichts mehr von übrig. Und ganz ehrlich, nochmal eine Stufe komfortabler. Ohne Mist? Ja. Ohne Mist, muss ich auch sagen. Ich versuche es gerade erstmal zu fühlen. Es ist schon nice. Es ist schon wirklich nice. Jetzt kommt da vorne nochmal dieser schnelle Zickzack. Genau. Da bin ich gespannt. Aber ich merke schon an meinem Rücken, super. Das ist wirklich super. Wenn wir ein Erschütterungsmesser hätten, dann würdest du merken, das Ding ist nochmal komfortabler geworden. Ich würde nicht mal weich sagen. Ich würde wirklich sagen, komfortabel. Ja. Ja. Also, dass da noch mehr geht, für uns natürlich gut. Ja. Weil da geht noch mehr. Und das kann man auch ruhig jedem sagen. Absolut, das kann man ruhig auch mal ehrlich sagen. Wahnsinn. Da bin ich, wenn wir jetzt schon das rauskitzeln, bin ich nachher aber mal gespannt, wie die Vogtlandfedern reagieren werden. Ganz genau. Die sind krass. Auch im Grund auf Komfort ausgelegt, aber mit Tieferlegung und es wird auch nochmal ein sehr interessantes Verhalten. Also hier seid ihr wirklich auf Serienhöhe. Wir fahren jetzt nochmal auf die Autobahn und schauen mal, wie er bei höheren Geschwindigkeiten wankt. Ob das vielleicht sogar jetzt schon komplett weg ist, wa? Richtig. Wir sind gerade auf dem Weg zur Autobahn. Ich habe gerade mit Matze nochmal gesprochen. Es fühlt sich, ich habe es gerade gesagt, es fühlt sich an wie so eine E-Klasse oder so eine S-Klasse. So ein, so ein Kleiden, so ein Schweben, selbst über Unebenheiten, wa? Ja, also es geht vom Gefühl her fast schon Richtung Luftfahrwerk, aber ein gutes Luftfahrwerk. Du hörst auch nochmal, die ganze Geräuschbildung ist durch die Konidämpfer ein ganzes Stückchen reduziert. Die restliche minimale Geräuschbildung, die überhaupt noch da war. Und du spürst von Grund auf, wenn du beschleunigst, um die Kurven fährst, das fühlt sich nicht mehr an wie ein Tesla. Es fühlt sich an wie ein vollwertiges Fahrzeug der Oberklasse. So, herzlich willkommen. Wir haben die gleiche Autobahn, Auffahrt im Prinzip wie vorhin. Ihr seht das Autobahnschild und jetzt wird es spannend. Wie reagiert das Fahrzeug jetzt auch im höheren Geschwindigkeitsbereich? Schluckt er die Bodenwellen oder gibt das direkt an die Passagiere durch? Wie gesagt, bei dem Serienfahrwerk hatte ich das Gefühl, er gibt es an die Passagiere durch. Wir gucken mal, wie die Bodenwellen reagieren. Aber so, das Gefühl ist ganz, ganz geil. Also ich merke keine Bodenwelle. Die merkst du erst ganz leicht, wenn du schon wieder rausgefahren bist, wenn er wieder aufschwingt. Sonst nochmal tatsächlich wirklich eine stramme Verbesserung. Ihr seht ja, wie ruhig meine Kamera hier ist, oder? Ja. Also klar, bei iPhone haben wir einen guten Stabilisator, aber es ist wirklich, wirklich wie ein Dahingleiten in der S-Klasse. Ja. Wobei die auch nicht mehr so sind, wie sie mal waren. Aber hier muss ich ganz ehrlich sagen, die Konis, die reißen tatsächlich nochmal ordentlich was raus. Wahnsinn. Naja, aber 170 haben wir jetzt. Ja, und? Geil! Anders wie vorher, muss ich ganz ehrlich sagen. Also er pendelt nicht so stark wie vorher. Geil, wirklich geil. Ich merke selber jetzt. Kontrollierbarer, definitiv kontrollierbarer. Aber das sind die Koni Active Dämpfer. Also unterschätze niemals die Funktion eines Dämpfers. So, let's go. Fahrspurwechsel. Mega kontrollierbar, auch im Bremsvorgang. Wow. Ziehen wir mal hier scharf rechts rüber. Ja, wow. Man muss es echt sagen. Da wackelt nichts mehr, oder? Also großen Respekt an Koni, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar an Tesla für den Grundaufbau. Aber die Jungs von Koni, die haben es echt drauf. Also krass, wirklich krass. Gerade auch der Seitenlastwechsel. Wenn wir wirklich die Spur mal scharf wechseln und zurücklenken,
Das Originalfahrwerk wippt da so ein bisschen genau, nach. Genau, ja. Es wird hier komplett abgefangen, also keinerlei Spuren mehr davon übrig. Im Gegenteil, er ist sogar tatsächlich noch ein bisschen gefasster und geführter. Du merkst den Unterschied vom Originalfahrwerk zu den Konidämpfern. Du überfährst eine Bodenwelle, eine Schwelle, einen kleinen Versatz in der Straße und du merkst definitiv, dass dieses Nachschwingen, diese Druckpulsation, die im Dämpfer entsteht, das Rückschlagen des Dämpfers, das ist komplett gelöscht. Also das ist nicht mehr vorhanden mit den Konidämpfern und das ist genau das, was noch das Quäntchen an Qualitätsunterschied darstellt. Ja, genau. So, ich habe jetzt Markus nochmal mit eingespannt, dass er auch nochmal seine Meinung sagt. Der Chef persönlich, ich bin sehr gespannt, was du sagst. Ich als Laie habe sogar gemerkt, dass es jetzt deutlich nochmal komfortabler ist. So, unsere altbekannte Piste, die Gullidecke mitnehmen. Was sagst du, Markus? Genial. Genial? Ja, also das ist ja immer so ein Spagat, weißt du, was ist optimal. Ne? Es ist im Prinzip für jeden, jeder möchte es anders, aber ich sag mal, das ist jetzt genau so, wie ich es will. Also, Koni haben wir jetzt drin. Mit? Nur Koni mit Sägenfahrwerk. Krank, oder? Brutal, ja. Keine Abnahme also, notwendig? Nö. Also so, das so, ist doch der... So genau, optimal, ja. Nee, Mann. Also da bin ich jetzt echt happy. Das ist jetzt wirklich Creme de la Creme. Ich habe vorhin zu Matze gesagt, es fühlt sich an wie in einer S-Klasse, so da hängt. Oh, Markus, einfach über Bordstein jetzt gefahren, wir haben es ja, nicht gemerkt. Ist, samstags ist im Industriegebiet nichts los. Ja, einfach über Bordstein hier geballert. Geil. Ja, du weißt ja, wenn man was testet, dann immer richtig. Ja. Hast du recht. Ja, ich habe jetzt schon Angst gehabt, dass wir jetzt wieder von vorne anfangen mit dem Koni-Thema. Mhm. Aber braucht man nicht. Das ist, nein. Können wir eins zu... Ach, das ist... Der Knaller, ja. Weißt du, es darf ja auch kein Schiffsschaukel sein. Der Spagat jetzt zwischen Straßenlage und Komfort, der ist perfekt so. Und, absolut. Jetzt bin ich echt happy. Also das macht mich jetzt echt happy, weil wie gerade gesagt, ich habe jetzt gedacht, wir fangen jetzt wieder von vorne an. Ja. Ihr seid vorhin mit Vogtland-Kombi gefahren schon? Die kommt jetzt als nächstes. Die kommt jetzt als nächstes, okay. Genau, da bin ich auch gespannt. Da bin ich jetzt auch gespannt. Weil das Tieferlegung? Ist ja, genau, weil viele möchten ja... auch das Fahrzeug in etwas schöner, ne? Genau. Ist ja auch wieder Ansichtssache, klar. Da bin ich jetzt gespannt, ob das arg viel Komfort wieder schluckt, wenn wir jetzt wieder Federn reinmachen. Ja, und tiefer vor allem kommen wir. Nee, sehr geil, Markus. Finde ich gut, dass du geil. Voll gut, ja. Echt, ich bin happy. Check, check. Check, check. Also, wir haben vorhin über die Federlängen bzw. die Windungen und so weiter gesprochen. Du siehst jetzt hier, die Feder ist reingelegt zwischen Karosserie und Querlenker. Wir haben hier einen relativ flachen Winkel. Jetzt schaust du das mal hier mit der Originalfeder an. Also da ist wesentlich mehr Vorspannung auf der Feder, wenn die ganze verbaut ist. Und jetzt sieht man mal den Unterschied wirklich von links zu rechts im Vergleich. Ist schon ordentlich, was da an Vorspannung drauf ist. Mit den Vogtland, die wir jetzt verbaut haben, haben wir das massiv reduziert. Gucken wir mal, wie sich das auf der Straße anfühlt. Ja. Jetzt wollen wir euch noch mal kurz vorne die Federn zeigen, richtig? Ganz genau. Und da sehen wir nämlich jetzt, wir haben ja eine Tieferlegung jetzt dabei. Yes, die Vogtland-Federn. Ich brauche nichts erklären, man sieht die Tieferlegung. Ja. Die Federwindungen sind enger beieinander. Die Materialstärke haben wir vorhin gemessen, die Drahtstärke. Aber im Endeffekt siehst du hier die alte Model 3 Feder. Mhm. Hier ist die neue Frontfeder, müssen wir dazu sagen. Und hier die Vogtland-Feder. Falls man sich fragt, wie kommt die Federprogression, vor allem die Tieferlegung zustande, es ist allein schon die Federlänge. Ja. Ja, und du siehst auch hier eine leichte Höhendifferenz vom Highland zu dem Vorgängermodell. Ja. Ja, und im Endeffekt... Die Tieferlegungsfedern kommen jetzt rein. Ja. Hinter dir liegt der Dämpfer, der schon komplettiert ist. So sieht es dann aus, wenn es komplettiert ist. Genau, so sieht es dann mit ganz Vogtland genau. Federn drin. Sehr geil. Ja. Okay, Matze, Maschine. So, wir sind hier gerade beim Endspurt. Matze zieht gerade die Felgen an, Reifen an. Und dann gibt es noch eine Achsenmessung. Ihr seht den Standort. Und dann geht's los. Matze, Mensch, was hast du gemacht? Einfach, das sieht ja jetzt krank aus. Habe ich tiefer gelegt. Wir haben jetzt die Vogtland-Federn drin, ja. Das heißt 35 mm. 35 bis 40, so war es beim alten Model 3. Arbeit mit einer leichten Keilform, haben da auch mit den Jungs vom Vogtland geschwätzt, haben da vorne jetzt zusätzlich noch Unterlagscheiben drin aus Gummi, wie bei den ST-Federn, um die Keilform nicht zu krass zu gestalten. Ja, wir messen jetzt mal, Eingangshöhe war 400 mm, Vorderachse, Hinterachse, links und rechts, was auch selten ist, also habe ich so bei Tesla noch nie gehabt, exakt 400 mm. Rundherum? Rundherum spricht für absolute Qualität und vor allem für die Einhaltung von Maßen. Okay. Sind ja SAE-technisch auch nicht gewohnt. Ja. Jetzt messen wir mal Radmitte, Kotflügel, Unterkante. Ja. Gucken uns das mal an und sind hier bei exakt 360 mm, das heißt 40
mm Tieferlegung an der Vorderachse. Ja. Sollte jetzt hinten 0,5 bis 1 cm, also 5 bis 10 mm höher sein. Das messen wir jetzt mal. Mhm. Sind hier bei exakt 370. Das heißt, wow, wir haben 1 cm Keilform, so soll es sein. Wow. Im Fahrwerk kann man das noch feiner abstimmen, aber was man klipp und klar sagen kann, ich habe gerade die Setzungsfahrt gemacht. Es ist ein Umbauverhalten wie nach dem Fahrwerk. Also wenn nach dem Fahrwerksumbau, es ist ein Fahrverhalten, das begeistert. Das ist wirklich krank. Ich kann jetzt schon sagen, mit dem Setup, ob das jetzt die Konis sind, das ist mal das eine, aber für Tieferlegungsfedern, da wird Vogtland wahrscheinlich genauso gut gehen wie die Koni-Dämpfer, weil das ist ein Verhalten wie, als ob du ein Fahrwerk eingebaut hast. Es sieht vor allem ultra sexy aus, es bitte. Du hast Komfort aus, jetzt und du hast Tieferlegung. Ja. Das ist die eierlegende Wollmilchsau. Genau, und du hast ein bisschen Federvorspannung durch die andere Federgestaltung. Das heißt, er bleibt komfortabel, aber in den Kurven ist er straff. Das gucken wir uns gleich an, wenn wir fahren. Mhm. Klare Empfehlung. Wirklich klare Empfehlung. Vogtlandfedern reicht aus. Preis-Leistung auch unschlagbar. Preis-Leistung unschlagbar. Ja. Wer es noch feiner haben will, weil mittlerweile haben wir durch die ganzen Umbauten ja eindeutig festgestellt, das Fahrzeug ist so gut, dass jede Verbesserungsmaßnahme, die wir durchführen, einschlägt wie eine Bombe. Also das, alles an dem Fahrzeug funktioniert so gut, dass alles, was wir verbauen, das Fahrzeug noch mehr aufwertet. Wenn einer ein Fahrwerk haben will, bauen wir das ein und dann können wir auch schon definitiv sagen, das wird ein ganzes Stückchen besser, noch als der Federnsatz. Aber die Vogtlandfedern sehr komfortabel ausgelegt, Model 3 Highland sehr komfortabel ausgelegt. Das trifft sich an einem Punkt, hätte ich nicht erwartet. Also nochmal Vogtland Daumen hoch, Tesla Daumen hoch. Super. Ich bin absolut begeistert und so ein bisschen verliebt, aber erzähl das nicht meiner Frau. Ja, genau. Matze macht jetzt hier noch eine Achsvermessung, dann gehen wir auf die Straße. Matze, wir müssen noch mal was ein ist das hier? Ernstes Wörtchen müssen wir noch mal reden. Ja, wir müssen noch mal ein ernstes Wörtchen reden. Und zwar ist das die Abdeckung, wenn wir den Heckbereich jetzt sehen, genau nämlich da. Die haben wir jetzt mal abgemacht und wir schauen jetzt mal rein. Und Leute, ich will nicht sagen, dass ich mich falsch geäußert habe, aber es ist so. Ich habe mich falsch geäußert. Und zwar war mein Eindruck, dass wenn wir die Klappe jetzt hier wegmachen, dass dann direkt schon diese Vorrichtung für die Anhängkupplung, dass ihr die hier reinhängen könnt, da ist. Ja. Ist aber gar nicht da. Im Endeffekt, so ist es eigentlich sinnvoll, weil bei einer Anhängerkupplung, vor allem wenn es um die 1700 Euro geht oder was für ein Betrag da auch immer dahinter stehen wird, muss der Heckstoßfänger runter. Es muss, wenn ein Leitungsstrang vorbereitet ist, der erweitert werden oder einer gezogen werden. Und der Pralldämpfer hinten, also der die Crash-Struktur, die ganze Aufprallenergie im Falle eines Unfalls aufnimmt, ja, die wird ausgetauscht, bei jedem anderen Fahrzeug genauso, gegen einen Träger, in den der Kugelkopf der Anhängerkupplung passt. Das heißt, normalerweise bei den meisten Fahrzeugen musst du dann irgendwas aussägen oder eine andere Unterbodenabdeckung kaufen und einbauen, fällt hier weg. Das heißt, so wie es jetzt aussieht, ich sage mit Absicht so wie es aussieht, weil wir haben ihn nicht weg, den Heckstoßfänger. Heckstoßfänger runter, ja. Pralldämpfer, Crash-Struktur austauschen, ja, dann hast du die Vorbereitung dafür und dann brauchst du hier unten nicht hässlich rumsägen. Ja. Und irgendwelche ausgefransten Löcher da drin haben in deiner Unterbodenverkleidung. Wird dann das Metallding hier getauscht oder was? So wäre es normal, ja. Wie es dann im Endeffekt bei Tesla aussieht, wissen wir noch nicht. Mhm. Lassen wir uns überraschen. Und ich muss mich auch teilweise korrigieren. Ich habe die PVC-Nähte so gelobt. Ja. Jetzt guck mal hier, also die Sichtnähte, so ist es üblicherweise, die macht man schön. Mhm. Und das Ganze hier ist schon wieder so ein bisschen verschmiert. Mhm. Okay, ist okay, das sieht keiner. Ja. Sie ist sauber verarbeitet, aber ja, auch da halt amerikanisch, ja, das dürfen wir nicht vergessen. Ist aber auch bei deutschen Herstellern so. Porsche legt da sehr viel Wert auf die PVC-Nähte, das weiß ich aus erster Hand. Tesla halt nicht, aber dafür haben sie sich echt viel Mühe gegeben. Und wenn das eins der wenigen Mankos an dem Fahrzeug ist, dann ist das zu vernachlässigen oder überhaupt nicht zu erwähnen, weil die Karre, ich habe jetzt wirklich viel dran gearbeitet, die Karre ist so geil gebaut. Ich bin hin und weg. Und das sagst du als Petrolhead. Also Matze, schraubt an Teslas euch alles kaputt. Ja, also richtig, aber ohne Ende. Aber fährst selber ja einen Toyota Diesel, Hilux und so. Diesel, Benzin, auf jeden Fall Verbrenner. Und du sagst jetzt, dass das Fahrzeug... Ich bin hart am Hadern mit mir selber, ob das nicht vielleicht auch sowas wird, weil jetzt ist das Fahrzeug erwachsen geworden. Ich muss nachher noch ein paar Mal küssen, filmen dann bitte nett, ja. Und vielleicht nehme ich es heute Abend mit ins Bett. Ich weiß noch nicht. Mal gucken, was meine Frau dazu sagt. Ja. Also das Ding ist einfach. Also an jeden die klare Empfehlung. Model 3 Highland, nicht überlegen, kaufen. Direkt absolut kaufen. Ganz klar. Werbung auch mal für Tesla. Die Jungs haben sowas von harte Arbeit geleistet. Die Ingenieure und die es umgesetzt haben, großes Kompliment. Einfach mal big thanks, weil das Ding ist sowas von geil. Nochmal, wir haben es schon tausendmal gesagt.
die Deutschen können einpacken und die Koreaner und Japaner, die Asiaten im Allgemeinen, die haben jetzt echt harte Konkurrenz aus USA. Und jetzt stellt ihr vor, jetzt hat Elon verkündet, dass das kleine 25.000 Euro Tesla-Fahrzeug von der Next-Gen-Generation jetzt im Prinzip in Berlin auch gebaut wird. Ja. Ey, was wollen wir mehr? Ja. Es ist einfach geil und wir sind Teil dieser Bewegung. Ja. Es ist krank, es fühlt sich krank an, wirklich. Ja. Also es macht mich auch wirklich stolz, an den Fahrzeugen zu arbeiten. Hier bei uns in der Firma sowieso. Aber jetzt auch den ersten überhaupt so richtig umzubauen und mal ins Detail zu gehen. Krank. Muss ich echt sagen, bin ich glücklich, ein Teil davon zu sein, auch mit dir zusammen das Ganze durchzuziehen, weil so macht Spaß. Das sind die Einblicke, die die Leute sehen wollen. Und wenn da jemand noch mehr Fragen hat, wir machen auch gerne noch mehr Detailvideos. Genau, schreibt es in die Kommentare rein. Es ist einfach wichtig, dass wir das umsetzen, was gefragt wird. Richtig, ihr seid gefragt. Wir machen jetzt aber erstmal noch die Probefahrt. Die fehlt jetzt nämlich noch, das ist die dritte dann heute. Matze, Alter, ich merke es jetzt schon. Wir fahren jetzt wieder schön durch die Gullydecke. Ihr seht schon, es ist dunkel. Wir haben jetzt wirklich den ganzen Tag für euch Video aufgenommen. Wir sind in der Ortschaft, wenn ich das gerade festhalten soll. Es ist ultra komfortabel, aber ich merke am Ende so eine kleine Nuance noch von... Von Sportlichkeit, von Sportlichkeit, André. Von Sportlichkeit, genau. Komfortable Federn, trotzdem sportlich. Ja. Ja, und wir haben eine richtig, richtig schöne Höhe. Das merkst du auch beim Fahren, auch am Sturz und so weiter. Ah, wolltest du gerade blinken? Ich hab's auf Kamera, Leute, habt das gesehen? Haha, Matze, geil. Ja. Es ist wirklich eine Mischung wirklich zwischen, ich sag mal, Öhlins Fahrwerk. Und Koni. Ja, also es ist super komfortabel und trotzdem straff auch in den Kurven. Bankneigung reduziert. Die Federn passen sowas wie die Faust aufs Auge, sowas von zum Fahrzeug. Also ich bin schon wieder begeistert. Also ich glaube, wenn wir da dann mal ein Öhlins einbauen, ich weiß nicht, was daraus wird. Was würdest du da noch verbessern? Ja, das ist der Punkt. Die Konis haben es verbessert. Jetzt sind wir mit Vogtland unterwegs. Ist genauso eine Verbesserung. Ich bin einfach Aber begeistert. Du hast jetzt tiefer. Ich habe ihn jetzt tiefer. Mhm. Wir sind jetzt bei 40 an der Vorderachse, 30 an der Hinterachse Tieferlegung. Also leichte Keilform von einem Zentimeter tut dem Fahrzeug sowieso gut, nicht nur optisch. Ja. Und jetzt geht es hier mal auf den Pinsel und dann gucken wir mal, was er kann. So, jetzt haben wir nämlich hier, Druck ist auf jeden Fall da, aber er baut sich auch deutlich später auf als wie beim alten Long Range. Das hast du auch gesagt, Matze. Ja, was gar nicht so schlecht ist. Ja. Also es fühlt sich einfach nach... Es fühlt sich hochwertiger an. Klar, dieser Tesla-Punch ist geil, aber du hast immer noch einen Elektro-Punch. Und das ist, das darf man nicht missen. Und oben raus hat er irgendwie gefühlt mehr Dampf, habe ich das Gefühl. Also ich will jetzt meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, aber vom Fahrfeeling her spürst du so eine Beschleunigung, wie gesagt, wie bei so einem, keine Ahnung, PDK oder bei einem Direktschaltgetriebe. Also du merkst, der Kraftfluss baut sich auf, was natürlich auch die Antriebswellen wesentlich länger leben lässt und so weiter. Also Reifenverschleiß brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Ja, absolut, Matze. Aber hier... Licht wie ein Brett. Echt, Alter, krass. Und trotzdem super komfortabel und straff in der Kurve, kein Nachschwingen. Wirklich wie ein Brett. Und wir fahren mit der gleichen Geschwindigkeit jetzt bei Nässe, wir fahren bei Trockenheit. Wow. Einfach geil. Wirklich, muss ich echt sagen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Geil. Ich auch nicht. Also... Einwandfrei. Großes Lob an Tesla. Ihr habt ein Auto gebaut, das ist nicht nur konkurrenzfähig, das wird die Konkurrenz ausstechen. Da bin ich jetzt mal gespannt, was die anderen hinterher schieben, weil das muss einer erstmal nachmachen. So, wir stehen hier an der Ampel und wir wollen nochmal wirklich kurz gucken. Es lässt sich echt schwer beschreiben, aber unten rum kommt er sehr träge und dann kommt er oben rum umso stärker. Das ist im Vergleich zum alten Long Range nicht vergleichbar, Matze. Ja. Hat beide Hände am Lenkrad und wir wollen mal kurz gucken, wie der Punch jetzt hier ist. Ja, es geht auch hauptsächlich darum, wie verhalten sich die Vogtlandfedern. Ja? Weil mit diesen Dämpfern, mit denen haben wir eindeutig festgestellt, sind geänderte Dämpfer. Wie verhält sich jetzt die Vogtlandfeder? Also kommt er oben, steigt er jetzt quasi, reißt er die Nase hoch oder nicht? Mhm. Das ist jetzt auch ein interessantes Verhalten, weil wenn er die Nase hochreißt, dann wird die Lenkung weich und nein, kein Meter. Lenkung bleibt Zieht stark. Nicht hoch? Nein, also ein bisschen federt er aus, ist klar. Ja. Aber... Bleibt stabil, wa? Ja, und fühlt sich auch nicht nach 4,4 Sekunden an, fühlt sich schneller an. Bin jetzt nicht voll drauf getreten, aber also wegen der über die Leistung jetzt irgendwas zu meckern, das wäre absolut fehl am Platz, ganz ehrlich. Ja, find's. Aber hast du nicht das Gefühl, dass er sich, er braucht ein bisschen mehr Zeit, um sich aufzubauen? Ja, wenn man diesen Tesla Punch gewohnt ist, dann ja, ganz klar. Aber es fühlt sich einfach im Vergleich auch zu anderen Fahrzeugen, es fühlt sich wertiger an. Die Beschleunigung fühlt sich wertiger an. Das ist nicht so auf die Fresse und dann knacken irgendwann die Antriebswellen. Sondern er beschleunigt, wie er soll. Antriebswellen schonend, Reifen schonend. Und ganz ehrlich, wenn du beim Tesla voll auf den Pinsel latscht, wie
oft regelt er ein, wie oft drehen die Räder durch, das macht er hier gar nicht. Also er fährt viel solider, viel, ja. Er schmeichelt dem Gasfuß richtig. So, zum dritten Mal fahren wir jetzt auf die Autobahn drauf. Ihr kennt mittlerweile die Abbiegung hier. Sag mal an. Vogtland. Komm mal hier in der Kurve. Allein das Federfall, auch wenn du ein bisschen aufs Gas gehst, er bleibt hyperkontrollierbar. Ja. Er schwingt nicht nach, er fährt wieder absolut solide. Kombination Vogtland und Tesla. Wahnsinn. Schwerstens zu empfehlen. So, jetzt gucken wir mal, was er macht bei höheren Geschwindigkeiten. Ja, wie ist da das Gefühl? Also bis jetzt tadellos. Jetzt gehen wir mal, natürlich schleichen sie da vorne wieder. Es regnet, man könnte rutschen, ja. Ja, man könnte rutschen, ja. Aber bei 160 jetzt, was wir fahren? Also ganz ehrlich, Fahrverhalten. Ich meine, wir haben jetzt 170 auf dem Tacho, keine Hände am Lenkrad. Fährt ja super. Mega. Und kein Schwimmen mehr oder nicht mehr so ganz. Also mit den Konis war es tatsächlich ein bisschen besser. Er pendelt unten ganz leicht, aber dadurch, dass der Dämpfer jetzt schon ein bisschen weiter, die Kolbenstange ein bisschen weiter im Gehäuse sitzt, ist das reduziert. Also ich empfinde es so. Ich weiß nicht, wie es dir auf dem Beifahrersitz geht. Also ich muss ehrlich sagen, es geht jetzt wieder eher in Richtung, wie es ganz am Anfang war, dass es wieder härter wird. Ja, das ist klar durch die Tieferlegung. Ach so, okay. Dieses Schwammige meine ich unten raus. Das ist weg. Es ist zwar leicht, es ist wieder leicht da, aber nicht so wie im Serienzustand. Aber wie gesagt, der Dämpfer ist durch die Tieferlegungsfedern jetzt auch ein bisschen weiter drin. Und also ich finde es absolut kontrollierbar für den Komfort, den der hast, mehr als geil. Und er verhält sich einfach, wie er sich verhalten soll. Also eine Tieferlegung tut diesem Fahrzeug gut. Klar, aufsitzen hin und her, ich verstehe die Thematik, aber die Sicherheit, die Fahrsicherheit tut es keinen Abbruch. Im Gegenteil, wir haben da eine ganz klare Verbesserung. Er ist super kontrollierbar. Jetzt machen wir den gleichen Test wie vorhin. Ich ziehe hier gleich mal rüber. Ja. Es ist zwar nass, ich bin da ein bisschen vorsichtig, aber ja. Einbremsen, rüberziehen, wieder also noch besser. Mega. Als mit Konis. Ganz ehrlich, ich oh, bin ja wieder hyperbegeistert. Wir haben da jetzt ein schönes Gemisch zwischen Sportlichkeit und Komfort. Und Komfort, das absolut ist so krass. Also Tieferlegung mit Komfort, wenn dann so. Ja, nicht muss anders man echt sagen. Wow. Fahrwerk, da geht noch mehr. Ich bin gespannt, wenn das erste Ölins drin ist. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, wenn sich das auch nur annähernd so verbessert, wie durch die Umbauten, die wir jetzt gemacht haben, dann wird das Ding unschlagbar vom Fahrverhalten. Dann ist die Speerspitze der Fahrwerkstechnik in der Speerspitze der Elektromobilität verbaut. Weil, krass, sorry, ey, ja. Das Auto ist der absolute Hammer. Also ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe es, glaube ich, jetzt schon 100 Mal erwähnt. Ich habe richtig ein bisschen Herzpumpern. Ja? Also, Matze, Junge, war schön. Ein bisschen trocken. Ja? Es war richtig schön heute mit Matze, muss ich echt sagen, es hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr konntet echt was mitnehmen. Die Fahrzeuge könnt ihr auch Probe fahren, das heißt, kommt hier nach Mur, zu Reifenreber. Kommst du Mur. Und dann fahrt Probe, testet selber, ihr werdet geplättet sein, muss man echt so sagen. Und wir hoffen echt, wir konnten euch was mitbringen. Es war ein langes Video, ich weiß nicht, wie viele Stunden es jetzt geht hier. Aber jetzt Feierabend, ich bin seit um 5 auf dem Bein, Matze, du bestimmt auch schon. 5:40 Uhr und wir müssen jetzt einfach feiern, Mann. Es ist schon dunkel, ich fahre jetzt noch 3 Stunden heim und war echt geil. Ich hab's genossen, Matze. Ich auch, aber so ein bisschen fahren geht jetzt noch, oder? Na klar, Energy rein und los jetzt auf die Gasse. Von daher, Leute, halt die Ohren steif, macht's gut, ciao.